Willkommen zu Let's Play Arc Age Online. Diesmal nicht die Beta-Version. Huch, ins Mikro gekommen, egal. Sondern einen Tag nach Release-Datum. Ich habe heute schon mal einmal versucht, eine Aufnahme zu starten. Das ist irgendwie, ja, nicht so geil geworden. Also was ich da erlebt habe, das war schön, alles anzusehen und so zeigen und die Häuser bauen und ich habe ein Stück vom Reittier gefressen und. Leider irgendwie war die File am Ende kaputt und ich konnte gegen Ende nichts mehr abspielen. Weshalb ich jetzt noch einmal alles von vorne machen muss und somit 2 Stunden Aufnahme für den Arsch sind. Ich wollte eigentlich da anknüpfen, wo ich in der Beta aufgehört habe. Mache ich nicht mehr, weil ich habe keine Lust zum dritten Mal das Startgebiet der Vierer zu gucken, an mir anzuschauen. Ich kann es nämlich gerade echt, ehrlich gesagt, nicht mehr sehen. Ich werde ein neues Volk nehmen und zwar diesmal die Nuyan. Weil die bauen 30% schneller ihre Häuser. Ich erhoffe mir einen kleinen Vorteil daraus. Ja. Ich nehme die Nuyan und gucke mir erstmal, wie der aussehen wird. Ja, der hat irgendwie was von. Naja. Schönling aus der Klasse. Aber ich möchte sowas richtig Ranziges. Komm. Was? Ob das ranzig ist. Das ist. Guck mal, die Haare wedeln mit. Hui. Ah, sieht ein bisschen aus wie. Aus Tekken. Den hatten wir noch gerade schon mal. Okay, die 3. Ich glaube, ich mache meinen grünen Hitler wieder. Meinen, die Mischung aus der Joker und Adi. Dieses Grün nehme ich dafür. Augen. So, du musst jetzt dafür runter leiden, dass meine Aufnahme eben kaputt gegangen ist. So, nee. Naja, ganz so ranzig will ich dann auch wiederum nicht aussehen. Ja, genau, perfekt. In Pink. Braunfarbe wählen. Grüner. Jo. Pupillenfarbe. Das ist aber nicht die Pupille, das ist die Iris. Die Pupille ist immer schwarz. Also machen, schwarz. Komm, extrem blau. Nee, alles grün. Grüner. Dann der Stil ist. Genau der, aber wieder in grün. Hä? Lippenfarbe, auch grün. Oh, sexy mit seinen rosa Lippen. Keine Ahnung, irgendwie wollen die nicht so wie ich. Komm, grün. Bartfarbe, auch grün, alles grün. Wir machen jetzt den grünen. Weil ich finde den Bart scheiße. Ne, komm, ich möchte nicht so einen ranzigen haben. Ich möchte schon was Vernünftiges. Aber ich habe mich entschieden, er wird trotzdem grün. Ja, nur die Lippen nicht. Das sieht doch irgendwie normal aus, oder? Ah, das sieht doch schon irgendwie fast menschlich aus. Gut, möchte ich dann wirklich so einen Emo-Schnitt haben? Eher nicht, ne? Nein. Oder? Sieht doch irgendwie ganz lustig aus. Ja. Ja komm, warum nicht? Aber ich will auch andere Augenbrauen haben. Und zwar. Nee. Nee. Das hat mir gerade. Nee, nee. All das nicht. Das war in Ordnung. Jetzt sehe ich aber schon wieder, wie schwul der Bart eigentlich aussieht. Komm, gib mir was Vernünftiges. Das müsste eigentlich besser schwarz sein, ne? Ah, komm. Damit kann ich leben. Ist individuell und gleichzeitig irgendwie nicht ganz so schwul, wie ich sonst immer wieder hinbekomme. Frag mich nicht, warum. Kriegt der Narben? Er kriegt Narben. Schönheitsfehler ist das hier, genau.
Er kriegt einen dicken, fetten Pickel mitten auf die Nase. Bam. Nee. Ich lasse jetzt schon so. Nee, komm, ein paar Narben. Er braucht ein paar Narben. Er braucht irgendwas, was irgendwie, keine Ahnung. Genau, er bekommt die Squall-Narbe. Das sieht doch eigentlich ganz in Ordnung aus, heute nicht. Ich finde, das sieht gut aus. Naja. Es sieht in Ordnung aus, nicht gut. Annehmen. Skillset machen wir. Ehrlich gesagt, ich kann den Magier jetzt auch schon nicht mehr sehen. Darum nehme ich jetzt den Kampfessong. Sieht doch eigentlich gut aus, ne? Das ist ein Schattenspiel. Achso, ja. Aha, physisch. Der Bogenschütze macht eigentlich ziemlich viel Schaden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nahkämpfer irgendwie nur Nahkämpfer kann, mehr nicht. Der Rest ist irgendwie auf Fernkampf ein bisschen ausgetrimmt, ne? Hier haben wir. Zauberei ist Fernkampf. Bogenschütze ist Fernkampf. Vitalismus, Fernkampf. Okkultismus, Fernkampf. Schattenspiel, Fernkampf, Nahkampf. Aha. Irgendwie nicht so nahkampffreundlich, ne? Aber das große Schwert mal. Wahrscheinlich wird er eh wieder, Na komm, ich nehme wieder Zauberei. Das war eigentlich ziemlich stark, fand ich. Das war richtig eklig stark. Okay, ich nehme wieder Zauberei und Vitalismus, so wie ich das eben hatte. Aber wo mir dann die Aufnahme kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich habe ich es auch noch meinen Namen falsch zu schreiben. Oder auch nicht, okay. Den bestätigen wir dann und gucken uns wahrscheinlich erstmal wieder die... Jetzt muss natürlich der Klamottenteil überhaupt nicht dazu passen. Naja, egal, komm. Wir wollen nicht schön aussehen, wir wollen nützlich sein. Okay, dann ich glaube jetzt kommt wieder eine Videosequenz. Bis gleich. Nuyan haben im Angesicht des Todes keine Angst. Wie könnten sie auch? Ihre Schutzgottheit ist die Göttin des Jenseits. Tod heißt, vereint zu werden mit ihr, die als Göttin ihr Leben gab, um alle Völker zu retten. Mit dem letzten Hauch ihrer göttlichen Seele hat sie alle Völker in ein neues Land geschickt. Alle verloren ihre alte Heimat, ihre alten Götter und ihre alten Helden. Aber für niemanden war dieser Verlust so schmerzhaft wie für die Anhänger von Nui. Manche hätten es sogar vorgezogen, ihr ins Jenseits zu folgen. Auch ich. Auf ihrem neuen Kontinent haben die Nuyan nichts gefunden, außer ungezähmter Wildnis. Sie träumten von ihrer prachtvollen Zivilisation auf Auroria. Aber ihre Wirklichkeit waren undichte Hütten und steinige, ertraglose Felder. Die Elementargeister, die das Gebiet seit Äonen beherrschten, quälten Nuis Erwählte. Sie herrschten von einem uralten Labyrinth aus, das im Wald versteckt war. Der mächtige Erzmagier Solsrean führte den Angriff auf die Animi und entriss ihnen die Kontrolle. Die Geister zogen sich zurück. Sie wussten, die Macht hat, wer den Schlüssel zu ihr besitzt. Solsrean baute ein Schloss über das Labyrinth und erklärte, wer es erobert, wird König. So konnten die Nuyan an früheren Ruhm anknüpfen und lernten, ihre neue Heimat zu lieben. Aber früher oder später finden sich auf einem Weg immer Stolpersteine. Ein junger Emporkömmling scheute das Labyrinth
und nahm sich mit seiner Armee, was er begehrte. Selbst die zwei größten Städte Nuyas fielen. Er festigte seine Macht und nannte sein Königreich Zwei Kronen und schmiedete eine neue Art Frieden, bis das Schicksal erneut zuschlug und er ermordet wurde. Die Nuyan kämpften um ihre Existenz. Niemand merkte, dass ein dunkles Geheimnis das Königreich infizierte. Das war das Problem. Die Nuyan bekämpften sich und merkten nicht, dass die Dunkelheit wie ein Tumor wucherte. Die Nuyan riefen ihre Göttin an und erhielten keine Antwort. Ihre Statue sah sie nur mit steinkaltem Wohlwollen an. Kein anderes Volk begriff jemals diesen Schmerz, meinen Schmerz, die Sehnsucht nach Nui. Aber was auch passiert, sie sind immer Kinder der Göttin. Manche tragen sogar das Zeichen ihrer Liebe. Und ich werde mein Versprechen halten, sie zu beschützen. Sie müssen sich nur erinnern. Der Krieg, der vor Jahrhunderten begann, ist noch nicht vorbei. Ja, und da wurde ich auch direkt begrüßt von den Arbeitern draußen. Ja, komm, Tutorial. Wie oft habe ich das schon gesehen? Jetzt wollte ich nämlich schon was von glitzernden Statuen, glitzernden Monstern und Gegenständen und dachte, Scheiße, ist hier viel los. Meine Fresse. Ist das ein Ansturm oder was? Oh Gott. Ja, ich habe echt Angst, dass diese Aufnahme auch verkackt. Wieso starte ich eigentlich im Wasser? Hallo, im Wasser. Alle sehen gleich aus. Kann schon Musik machen. Ja, ich kann schon Musik machen. Okay, den Nahkampf brauche ich nicht. Den Bogenkampf brauche ich nicht. Ich möchte nicht in den Schlachtzug und ich fange mit Zauberei an. Ich glaube, einen Tritt, den möchte ich auch nicht haben, ne? Ja, wofür brauche ich Treten, ganz ehrlich? Gut. Ich möchte ganz kurz was gucken. Ja. Das ist etwas, was ich noch gar nicht kannte. Guck mal, so viele Leute sind hier, also Spieler. Und das hier ist meine GPU-Auslastung. Normalerweise fällt die bei MMORPGs ziemlich weit nach unten. Und die FPS gehen in den Keller, aber wegen der hohen CPU-Last, ne? Das Spiel in seinem CPU-Limit rennt bei vielen Spielern, aber hier irgendwie nicht. Hier, das ist ganz schön GPU-Limit hier. Das ist neu. Sowas kenne ich nicht. Ist ungewöhnlich. Oh Gott, Lucius ist wieder da. Diesmal als Mensch. Ja. Nennen wir ihn doch einfach Herr Tutorial. Vielleicht schminkt er sich ja sogar vor uns. Nein. Ja, warum trage ich einen Bogen? Warum trage ich einen Bogen? Ja, ja, Quests kenne ich schon. Da flog er. Da ist er wieder. Er hat keine 2 Meter ausgehalten und musste sich sofort wieder verwandeln. Huch, der ist wirklich weg. Krass. Geil. Okay, okay, das war eigentlich so schon der Anfang von dem Spiel, ne? Ich werde das hier diesmal nicht in eine Stunde in einem Rutsch aufnehmen und dann schneiden oder die erste Stunde so präsentieren. Nein, ich habe zu viel Angst davor, dass mir das wieder kaputt geht. Darauf habe ich keine Lust. Deshalb teile ich das in Parts auf und werde es entweder zusammenschneiden oder einfach 2-3 Folgen am Tag erstmal raushauen. Weil mein Gott, ich bin neu, ich darf mir das erlauben, ja? Also bis jetzt. So, ich hoffe, alles läuft glatt mit der Aufnahme. Weil wenn ja, schneide ich das einfach zusammen. Oder haust so raus, mal sehen. Ich habe nämlich einfach keine Lust auf zwei... Auf, nee, eine Stunde waren 3 Stunden Rendern. Und wenn ich jetzt das hier am nächsten Tag raushau, dann heiße ich euch selbstverständlich wieder willkommen. Zu Let's Play Arc Age Online. Diese Massen, die ist unglaublich. Ja... Genau, es gibt ja keine deutschen Server, französischen Server, polnischen Server, etc. Server.
sondern nur EU-Server und amerikanische Server. Ich glaube, das sieht man schon hier. It's a scam. Gold sellers already. Fast sucks. Fast fucks. Wow, no way. You are brilliant. Ja. AA ist ein WoW-Klon. Tja, garantiert. Oh, Pierre Lefre. Ich kann kein Französisch. Ich lasse es am besten noch sein. Ja. Ich kann nicht so gut Englisch schreiben. Ich kann es nur ganz brauchbar lesen und verstehen. Und deshalb werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit auch alleine spielen. Und wenn ich dann doch mal Englisch schreibe, lyncht mich bitte nicht gleich sofort für mein schlechtes Englisch. Gut, ich werde die Quests nicht alle vorlesen. Nur die, wo ich denke, dass es wichtig ist. Aber ich werde versuchen, sie lang genug zu halten, damit jeder für sich lesen kann. Hier fangen wir natürlich an zu lesen. Ha, du siehst aus wie eine ertrunkene Ratte. Warst du wieder auf der Suche nach Seevolksschuppen? Mal ehrlich, du gerätst viel öfter in Schwierigkeiten als alle anderen, die ich kenne. Schau dich mal um, Mädel. Schau dich mal um. Ja, oh, ich bin gekommen, um dich zu warnen. Das Holzfäller-Galakär auf dem Weg hierher ist, weil er dich sucht. Trockne dich lieber mal ab und geh zum Pfad zu ihm hinauf. Sonst verpasst du ihn noch einen großen Tag. Ja, ja, klicke auf rechte Maustaste. Tutorial. Huch, das ist ein Portal. Gut, Aufzug Nummer 1. Hui. Mir fällt gerade auf, in jedem Tutorial-Startgebiet, wo ich bisher war, starten wir mit Füchsen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, okay. Hui. Pio. Erklärt mir mal bitte, warum ich eigentlich hier meinen Bogen ausgerüstet habe und nicht meinen Stab. Gucken, mit Z kann ich doch, ja. Ah ja, was soll's, ich spiele eh nicht mit Bogen, den kann ich eigentlich direkt verkaufen. Da ist direkt eine kleine Jagdquest. Nehme ich auch direkt an. Ah, Tutorial, Madame, bitte lass mich in Ruhe. Komm bitte erst dann wieder, wenn ich dich wirklich brauche. Holzfäller Gallagher. Oh, hallo Dragwertel, du siehst etwas feucht um die Ohren aus. Warst du wieder einmal Kunden? Bürgermeister Gott will mit dir reden, bevor du das Dorf verlässt. Es scheint nicht alle Tage, dass die Ältesten einem die Erlaubnis geben, eine Saison in der Fremde herumzureisen. Ich würde mir die Zeit nehmen, ihnen zu danken, bevor du abreist. Wir können wieder interagieren. Energietrank. Glück, 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 Glück. Oh, ich habe Energie. Ich bin minimal aufgedreht. Juhu. Ja, der hat die coolen Fertigkeiten von allen. Meiner. Mensch. Alter. Ja. Der kleine Nachteil zum Release. Es sind zu viele am selben Ort. Das heißt, man darf sich hier wirklich um die Mobs prügeln. Aber gut, er geht auf jeden Fall sehr gut von der Hand, der Magier. Jetzt habe ich eben schon gemerkt. Oh. Ich habe schon Level Up? Das ging sehr schnell. Noch keine Punkte. Ich sehe das nicht so gut, weil hier oben ist die FPS-Anzeige von Dick Story. Dann weiß ich nicht. Ne, da steht ja 2. Ne? Ja. Aber genau da, wo die 2 jetzt steht, habe ich nämlich das Aufnahmesymbol. Deswegen sehe ich das nicht so gut. Ach Mensch, lass mir doch mal meine Mobs, ey. Zu viele auf einem Server. In einem Startgebiet. So. War das meiner? Das war meiner, okay. Wohin soll ich? Ich soll nach da. Wow, was war das? Ich glaube, es leckt minimal. Habe ich hier irgendwo eine Anzeige, wie viel ich an... Das ist also serverübergreifend, okay. Normalerweise startet man mit unter 100, aber weil ich eben schon was gespielt habe, weil ich was bekommen. Ich wusste nicht, dass man, dass es irgendwie serverübergreifend ist oder so. Eine Quest für dein Volk ist ganz in der Nähe verfügbar. Laber keinen Scheiß. Finde den NSC mit dem grünen Satzzeichen über dem Kopf. Um mit der Quest zu beginnen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Quests mit grünen Markierungen sind Boah, was ist das, ey? Für dein Volk ist ganz in der Nähe verfügbar. Du wiederholst dich, Madame.
Boah, gerade als ich diesen Spurt benutzt habe, hat er ja voll rumgeleckt. Da, schon wieder. Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, das macht mir die Aufnahme nicht kaputt. Ui, stopp, stopp, stopp. Okay. Klassenquest oder Rassenquest. Um mir ein Schiff zu bauen, brauche ich übrigens 50 Stück hiervon. Da habe ich mich eben schon mal informiert. Ich möchte gerne auf ein Schiff fahren. Das ist so genial. Ich habe gestern ein Video gesehen, wie episch das war, als er bei Leviathan vorbeigefahren ist. Boah, sowas habe ich noch nie in einem MMO gesehen. Das sah so genial aus. Das ist ungefähr so dieses Gefühl von, wie heißt es? Wenn man bei Assassin's Creed 4 übers Meer fährt und das erste Mal einen Wal sieht, wie der rausspringt. Ungefähr so genial wirkt das. Nur halt noch größer, noch viel größer. Das ist richtig eindrucksvoll. Das hat mir richtig gut gefallen. Das möchte ich gerne mal erleben im Spiel. Also werde ich auch mindestens so lange spielen. Wahrscheinlich werde ich nicht jede Quest und so ins Let's Play packen, sondern so bestimmte Dinger. Also mal sehen, was ich halt erlebe. Mal gucken, wie ich das machen werde. Also den Anfang bis zur Stadt mindestens. Und auch gerne die Story-Quests. Ich weiß ja gar nicht so wirklich, worum es geht, außer dass irgendeiner Arschloch ist und alle wieder sterben und Leben nichts wert ist und. Warum drehst du dich weg? Guck doch mal zu mir, Kamerad. Ich stehe hier, hallo. Dragobertel, wo warst du? Der Prophet Terin. Terien oder Terin? Ach komm. Die 5 Minuten Terin. Ich kann nicht mehr sprechen, ich lasse es sein. Ist hier und wirkt vor aller Augen Wunder. Du wusstest, wie viele Hühner im Hühnerstall des Bürgermeisters waren? Ich meinte, ich würde bald eine Milchkuh besitzen. Am besten liest es selbst. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Ein Wahrsager? Hat er mich erwähnt? Bist du bekloppt? Du musst dich erst mit ihm treffen. Geh in die Stadt und sieh es dir selbst an. Es ist fantastisch. Okay. Also wenn Wahrsager kommt und sagt, du hast bald eine Milchkuh, wenn der Stall voller Hühner ist, dann wird er auf jeden Fall recht haben. Oh je, warte mal, ich muss auch kurz mal nachgucken. Ja, hier, guck mal, jetzt bin ich nämlich im CPU-Limit. Seht ihr das hier? Ich bin nicht mehr bei 99% Grafiklast, das heißt, ich bin im CPU-Limit. Okay, das sind aber auch eine ganze Menge Spieler hier. Du Scheiße. Na, mal sehen, wie lange dieser Hype wirkt. So. Du bist Bürgermeister, oder? Nee, ich stell dir mal vor. Sag mal, Bürgermeister Gott. Genau. Ein Bürgermeister namens Gott. Ah, da bist du ja. Bereit für die große Reise. Ich wollte sicher gehen, dass du richtig vorbereitet bist, bevor du aufbrichst. Die Ältesten haben deiner Reise zugestimmt, aber wir haben nicht das Geld, um sie zu finanzieren. Warum fragst du nicht die Bewohner, ob es irgendwelche Arbeiten gibt, die erledigt werden müssen? Etwas mehr Geld für den Weg könnte nicht schaden. Eigentlich habe ich gehört, dass ein Rudel Solzrieder Wildschweine Leute in die Schlucht westlich in der Stadt angreifen. Ah, jetzt kommt wieder sowas. Wildschweine sind gefährlich, aber das gesamte Dorf könnte sich tagelang von nur einigen ernähren. Wenn du denkst, dass du ein paar erlegen und mir Solzrieder Wildschweinfleisch bringen kannst, würde ich dir nur zu gerne die Belohnung aus der Schatzkammer der Stadt geben. Oh, bitte vertont das mal so langsam, ey. Ich kann nicht gut vorlesen, Leute. Meine sprachlichen Kenntnisse. Na, genau das meinte ich. Meine sprachlichen Kenntnisse sind nur so, geht so. Ich setze mal meinen Wegpunkt. Besonders nach. Klicke Merken an, um dir deinen aktuellen Standort einzugeben. Besonders nach heute ist meine Lesenfähigkeit extrem gering. Habe ich das Geschenk bekommen? Nix. Dabei habe ich doch den Stammspieler. Naja, ewig hält er eh nicht, weil das ist nur so ein. Was bist du denn? Hält direkt die Hand auf, ne? Was? Ich spreche deine Sprache nicht. Naja, was ich sagen wollte, war, der Buff hält nur bis morgen. Das ist nur so ein Willkommen im Spielgeschenk oder sowas, keine Ahnung. Du möchtest also dein Schicksal erfahren? Ich höre die Worte der Seemaid. Sie sagt, dein Name ist Dragobertel. Und dass du dich bald auf eine große Reise begeben wirst. Halt, warte. Was ist das für ein merkwürdiges Leuchten, das dich umgibt?
Das ist meine Super Saiyajin-Aura. Ach, was? Niemand scheint es zu wissen. Es passiert einfach manchmal. Hat deine Sehmeid dir zufälligerweise etwas darüber gesagt? Hat es dir überhaupt irgendwas Nützliches gesagt? Aber Dragobertel, sei doch nicht so unhöflich zu dem lieben Propheten. Oh, da fällt mir ein, ich habe vielleicht endlich einen Hinweis auf dein seltsames Muttermal gefunden. Ich habe ein seltsames Muttermal? Aber das habe ich dir noch nie gezeigt. Zum Erlernen neuer Skills. Ja, ja, Skills hatten wir auch schon 100.000 Mal. Okay, neue Skills lernen. Kombo-Effekte. Du kannst Skills leichter und schneller einsetzen, wenn du sie deiner Shortcut-Leiste hinzufügst. Oh, jetzt muss ich das hier auch wieder neu machen. Okay. Mache ich, wenn ich neue Skills habe. Als ich aus den Feldern nach Hause ging, begegnete ich im südlichen Blaunebelwald ein Mädchen namens Marian. Sie meinte, sie sei auf der Suche nach den jungen Nuyan. Die glänzen wie Gold und ich erwähnte dich, vielleicht solltest du mit ihr sprechen. Also, die letzte Marian, die ich kennengelernt habe, war ein Kerl. Und war in der letzte Marian. Endlich jemand, der das Licht kennt. Danke, Pan. Ich werde umgehend mit dir sprechen. Das goldene Zeichen. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich muss euch nur verlassen, um einer heiligen Pflicht nachzukommen. Es ergehe euch allen wohl, insbesondere dir, Draugebärtel. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Ich bin mir sicher, das will ich nicht. Dolchanzeige. Ziel. Ha, Treffer. Und die ist voll reingelaufen. Aha. Da, Wildschwein jagen. Ich muss sagen, das ruckelt mir ein bisschen zu sehr wie den ganzen Spielern. Ich hoffe, das geht klar mit der Aufnahme. Oi. Ich hoffe, die lassen mir ein paar übrig. Oh Gott. Meins, meins, meins. Oh. Oh Scheiße, ganz ehrlich. Okay, ich habe einmal. Ah, ja. Geil. Da habe ich richtig Spaß dran. Vielleicht verstecken sich ja irgendwo ein paar, wo nicht jeder sofort hingucken kann. Kann ich da hoch? Ich kann tatsächlich. Nee, kann ich nicht. Okay. Ah je. Oh je. Okay. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine. Ah, ne, scheiße. Ja, als Magier habe ich natürlich gerade ganz schön die Nachteile, dass ich die Gegner nicht rechtzeitig angreifen kann, ne? Ich mache nicht den ersten. Ja. Ein Gruppenanführer kann. Okay. Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute? Okay, war nicht meins. Okay, wo sind meine Leute? Wieso habe ich denn. Was ist das denn? Ich habe ein Fadenkreuz. Oh, Junge. Wie soll ich denn hier zu Fleisch kommen? Auch nicht meine, oder? Nee. Oi. Ist das meiner? Das kann noch ein bisschen was dauern. Nee, ich glaube nicht, dass das wird. Ja.
Okay, ich denke mal, ich mache hier einen Cut, bis ich die Quest erledigt habe. Also bis gleich oder bis später oder so. Tschö. Und ich hänge jetzt schon bald schon dieser Quest hier dran. Bin zwischendurch auch in einen Gruppen reingegangen und alles, aber... Es ist nicht möglich. Es sind zu viele Spieler und zu wenig Mobster und alle geiern sofort drauf. Sobald einer erscheint als Magier, habe ich keine Chance. Ich habe mittlerweile versucht, auch mit Bogen drauf zu schießen, in der Hoffnung, damit ein bisschen genug Schaden zu machen, damit ich gezählt wird, ob ich vielleicht Loot bekomme. Questloot geht alles nicht. Ich habe keine Chance. Ihr seht, ich benutze irgendwas. Es macht nicht genug Schaden oder es macht zu spät Schaden. Ich weiß nicht. Auch wenn ich als Erster angreife, kriege ich den Loot nicht. Ich kriege auch als Letzter Schaden genug. Ich weiß nicht, wie das geregelt wird. Auf jeden Fall, es funktioniert nicht. Die Quest ist bei so vielen Spielern nicht funktionstüchtig. Ich werde es morgen früh vielleicht nochmal versuchen, wenn ich dann Lust habe überhaupt. Weil der Ansturm auf das Spiel ist einfach zu gigantisch. Ja, es ist einfach... Ja, ich habe jetzt den ersten Hit gemacht. Ich bekomme den Kill aber nicht. Nix, ich kann nicht mal looten oder so. Da ist einfach nichts. Ich weiß nicht, was funktioniert, ob ich irgendwie genug... Ich kann auch nicht den meisten Schaden machen, weil die Nahkämpfer sind als Erstes dran. Die haben Instant Hit, machen 50 Schaden oder so, dann ist das viel down. Ich kann da nichts machen. Das ist zurzeit leider nicht ganz möglich. Es ist zu viele Spieler auf zu engstem Raum, zu wenig Monster. Ist natürlich ungeil, ne? Okay, ich werde die Gruppe jetzt verlassen. Das geht so. Schlachtzug verlassen, so. Oh, was? Der Ping auf dem Server ist auch nicht so geil, ne? Ja, gut, ich weiß nicht, wie wichtig diese Quest jetzt ist, ob das jetzt eine Hauptquest ist oder... Nö. Zum Glück nicht, okay. Den Part werde ich jetzt an dieser Stelle erstmal beenden und wenn möglich, guck mal, was die Belohnung ist. Na, nicht so viel. Ich weiß auch nicht, ob das Ding eine Folgequest hat. Weil dann werde ich einfach den Part jetzt hier beenden und die Quest einfach erstmal ignorieren. Oh Gott, das ist total verbuggt, das Sprinten bei dem. Okay, ich setze nochmal kurz meinen Rückrufpunkt. Und guck dann heute Abend, heute Nacht oder so nochmal nach, ob man da vielleicht was dran machen kann. Gut, bis dahin, ciao, ne? Bis zum nächsten Mal.